Der andere, du weißt, der von Iron Maiden, der Sänger, hat dem einen Kameramann mein Auto was auf die Augen gehauen. 10.000 Euro, nur damit das Frühstück auf den Kühl nicht auf den Tisch kommt. Wir kommen jetzt ja der frische Fleischsalat rein. Der frische Geflügelsalat. Riesen so teuer war, gibt's natürlich ein bisschen weniger Frühstück. Ne? Ganz klar. Wie bist du eigentlich damals zum VOA gekommen? Zum Wacken Open Air? Mit dem Trecker bin ich gekommen, mit dem Zelt. Und wie das Fest zu Ende war, lag mein Trecker mit gebrochener Achse in Schenefeld im Graben. Dann habe ich mich wieder verabschiedet. Man weiß heute noch nicht, wer ihn da hingefahren hat. Ich träume nachts noch davon, dass mein Trecker da die Vorderachse gebrochen ist. Aber das war auch geschenkt. Ja. Oder meinst du, die Achse hat mal einer bezahlt? Nicht nur, dass sie kaputt war und keiner weiß, wer das war. Sie wurde auch nicht bezahlt. Es war ja auch nicht so schlimm. Das Fest musste ja losgehen. Ja. Es waren ja auch nicht so viele Besucher da, dass man hätte da Geld von nehmen können, um sowas zu bezahlen vielleicht. Wie heißt noch dieses große Säugetier, das nicht hüpfen kann? Bibi? Richtig. Lieber Holger, alle herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag. Feier schön und sauf nicht so viel und besser dich in Zukunft. Dein Manfred Landsberger. Du weißt, wie sehr ich Kameras hatte und das ist jetzt nur für dich. Alles Liebe zu deinem 41. Geburtstag. Hattest du eigentlich in den letzten 30 Jahren, weil dein Geburtstag fällt ja immer in die Aufbauphase des Wacken Open Airs, hattest du eigentlich einmal einen normalen Geburtstag? Nö, aber wollte ich auch nicht. Es war eigentlich immer eher für mich irgendwie immer peinlich, weil wir hatten natürlich alle genug anderes zu tun, als mich mit meinem Geburtstag zu beschäftigen. Und das war natürlich immer. Einige haben ja immer gesagt, ja, du hast ja oben mehr extra so gelegen auf dein Geburtstag mit einem großen Fest, das mit vielen Leuten. Natürlich Quatsch, hat sich einfach so gegeben. Aber es war mir eigentlich immer wieder dann eben eher peinlich so ein bisschen, weißt du, weil. Du warst berührt. Ja, berührt war ich sowieso. Das ist ja nichts Schlimmes, aber das eben. Ja, einfach die Leute damit beschäftigen müssen, wo ein Wichtigeres zu tun als eben das Festival aufzubauen, wichtiger als mein Geburtstag in irgendeiner Form dort zu erwähnen. Hallo Holger, alles Gute zum Geburtstag, auch von mir. Bleib wie du bist, wir ärgern uns noch ein paar Jahre. Gute Nacht, John Boy. Wir wollten mal gucken, ob ihr noch solche Dildos habt. Das ist der letzte. Das ist der letzte Dildo? Kann ich nur sagen. Für 15 Euro, das ist meiner. Das ist ja der letzte, den haben wir extra umgebaut. Dieser Dildo spielt Musik ab von Blind Guardian. Ehrlich, ist kein Quatsch. Ich schlag den Deal vor. Ich habe gleich einen Termin mit jemandem. Und sie sieht gut aus. Ja, sie sieht gut aus. Kann man so sagen, sieht gut aus. Und da hole ich mir ein Autogramm, das werden wir hier raufschreiben und dann bringe ich den heute Abend noch wieder. So, wir müssen jetzt Autogramme holen für den Dildo. Die Zeit läuft. Ich habe nur eine halbe Stunde, dann muss ich den zurückbringen. Wacken Open Air, das 18. Letztes Jahr haben wir hier an dieser Stelle im Artist-Bereich Blind Guardian getroffen. Damals wusste ich noch nicht, wer das war, weil ich kannte die nicht. Diesmal habe ich mich natürlich vorbereitet. Kannst du uns vielleicht verraten, wie der Sänger von Blind Guardian heißt? Hansi! Danke. Bevor wir mit dem Interview anfangen, habe ich eine große Bitte. Und zwar habe ich hier den allerletzten Wacken-Dildo geholt. Dieser Dildo spielt Musik ab von Blind Guardian. Und ja, wäre das ganz super. Wenn ihr mir auf die Verpackung, also ja, nicht auf das Teil selber, aber ja, auf die Verpackung mal ein Autogramm geben könnt. Ja. Und mal sehen, was wir Gutes damit anrechnen können nächstes Jahr. Für früh übt sich. Früh übt sich, ja, früh übt sich. So, ich muss jetzt den Dildo wieder zurück nach ins Hoher Office. Signiert von André und Hansi von Blind Guardian. Matthias. Und dem Busfahrer aus Krefeld. Und das Planktron hier, oder wie das Ding heißt, das werden wir auch immer noch steigern. 2007. Wettertechnisch während der Aufbauphase ein echter Griff ins Klo, aber das Festival an sich von Donnerstag bis Sonntagmorgen bombastisch. Sensationell. Eins der wohl geilsten Festivals, das ich je erlebt habe. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, kann 2008 genauso gut oder besser werden? Die Frage stand im Raum. Es galt, ein Jahr abzuwarten, aber 2008 kam. Und was 2008 passiert ist, das werden wir im nächsten Best-of sehen.
Heute bin ich auf der Suche nach einer ganz selten gewordenen Spezies, dem Leiterus Productus. Das sind auch Jungs auf der Suche nach dem Leiterus Productus.